So, schauen wir uns jetzt den etwas schwereren Typ von Extremwertaufgaben an. Hier ist es so, dass wir nicht so eine Bedingung haben wie der Umfang soll 6 Meter sein, dass wir mit einer ganz leichten Formel aus dem XY berechnen können, sondern diesmal ist es so, dass wir eine Funktion haben, auf der sich ein Punkt bewegt und wir dadurch den Y-Wert aus dem X berechnen müssen, was aber auch sehr leicht geht, nur anders ist. Also, die Aufgabe ist wie immer, dass das rote Rechteck vom Flächeninhalt maximal werden soll. Und diesmal können wir den blauen Punkt, den wir hier haben, einfach auf der Gerade nach oben oder nach unten verschieben, wie wir lustig sind. Und da die Gerade diesmal eine Steigung hat, die nicht 1 ist, wird nicht das Quadrat die Lösung sein, weil es jetzt offensichtlich besser ist, breiter zu sein als Rechteck, weil es ja stärker in die Breite geht, als in die Höhe geht. Das ist aber nur eine theoretische Überlegung, die müsst ihr euch nicht machen. Wir starten die Aufgabe wie immer gleich, und zwar damit, dass wir zuerst aufstellen, was wir wollen. Also wir wollen den Flächeninhalt vom Rechteck haben und der ist allgemein die Breite mal die Höhe. Und nun geht es wieder an die Nebenbedingungen. Wie können wir also Breite und Höhe durch x ausdrücken? Die Breite vom Rechteck ist diesmal auch so, dass nicht einfach x ist, sondern wir müssen sie erst berechnen. Wir sehen aber total gut an der Skizze, dass das Rechteck immer bis zum Wert 10 geht und beim Wert x startet, weil das ist ja der Wert des Punktes, also die x-Koordinate des Punktes. Das heißt, hier im Beispiel sehen wir, dass es von 10 runter bis zur 3 geht. Also ist die Breite 10 minus 3 gleich 7. Und allgemein müssen wir dann sagen, dass die Breite 10 minus der x-Wert vom Punkt ist. Damit haben wir schon unsere erste Nebenbedingung geschafft. Bei der Höhe des Rechtecks müssen wir uns auch denselben Punkt anschauen, weil der y-Wert vom Punkt entspricht ja der Höhe. Und die Frage ist, wie wir jetzt den y-Wert dieses Punktes berechnen können. Und das ist sehr einfach. Wir wissen ja, dass der Punkt auf der Gerade liegen muss. Dadurch, dass er auf der Gerade liegen muss, wissen wir, dass wir jeden y-Wert immer berechnen können, indem wir den x-Wert des Punkts in die Funktion der Gerade einsetzen. Weil bei einer Gerade kriege ich ja allgemein den y-Wert immer, indem ich den x-Wert einsetze. Das heißt, wir brauchen als erstes die Funktion der Gerade. Bei dieser Form ist t ja der y-Achsenabschnitt, den können wir direkt ablesen. Das ist die 4. Und m ist ja die Steigung. Und bei der Steigung wissen wir ja, dass die besagt, um wie viel sich die Gerade nach oben bewegt, wenn wir einen Schritt auf der x-Achse nach rechts gehen. Und wir sehen hier, dass sie bei 4,0 startet und bei 10,9 endet. Das heißt, wir gehen auf der x-Achse 10 Schritte und dabei geht es um 4 nach 9 rauf, also um 5 Schritte nach oben. 5 Höhenschritte auf 10x-Schritte heißt, dass wir pro x-Schritt ein halbes nach oben gehen. Das heißt, die Steigung ist ein halb. Den genauen rechnerischen Weg könnt ihr mit der Musterlösung nachschauen, aber hier finde ich es sehr schön logisch. So, damit haben wir unsere Funktion, die uns für die Gerade und damit auch für den Punkt, der auf der Gerade ist, immer den y-Wert ausrechnet. Und damit haben wir es. Jetzt setze ich die zwei Nebenbedingungen ein. Das b ist 10 minus x und das h ist dann eben ein halb x plus 4. Jetzt muss ich das Ganze noch ausmultiplizieren, um die Normalform zu haben. Das mache ich jetzt schnell einfach und ihr seht die Lösung. Und damit haben wir wieder unsere Normalform. Und bei dieser Normalform, die können wir jetzt wieder in die Scheitelpunktform bringen, ganz normal, weil ja der Flächeninhalt wieder durch diese quadratische Funktion beschrieben wird. Und wir wissen immer, eine quadratische Funktion hat ihr Maximum beim Scheitel. Auch das mache ich jetzt einfach im Hintergrund und ihr könnt euch die Lösung anschauen. Und diese Musterlösung sagt uns nun, dass der optimale x-Wert, also der, wo der Flächeninhalt maximal wird, bei 1 ist. Der Punkt ist also an dieser Stelle. Und der Flächeninhalt in diesem Fall ist dann der y-Wert, also 40,5. Das ist der Flächeninhalt. Und das Letzte, was jetzt noch gefragt wird, ist, welchen y-Wert der Punkt hat. Und das ist ja ganz einfach, weil er liegt auf der Geraden. Also muss ich nur die 1
von der x-Koordinate des Punktes in die Funktion der Gerade einsetzen, also in das 1 halb x plus t. Und dann habe ich 1 halb mal 1 plus 4 ist also 4,5. Das heißt, das ist die y-Koordinate von dem Punkt. Also wenn wir das jetzt auch noch oben eintragen, hat der optimale Punkt die Koordinaten 1 und 4,5. Ihr seht, ich habe bei dem Video jetzt den alten Hut, also alles, was wir schon 100 Mal gemacht haben, ausgespart und mich wirklich aufs Neue konzentriert. Das Neue ist also, immer wenn ihr eine Funktion habt, müsst ihr den y-Wert mit Hilfe, naja, der Funktion darstellen, weil die Funktion ja nichts anderes macht, als einem x-Wert einen y-Wert zuzuordnen. Das war's. Versucht genau das auch bei der nächsten Aufgabe. Tschüss!